Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Mora weg. Jetzt ist der Platz da. Sie machen zu. Ah, das war wichtig. Ganz souverän hier vom Torhüter. Duda. Modest. Pass wird abgefangen. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Niklas Dorsch. Caligiuri. Macht er gut. Andre Hahn. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Oh, das sah vielversprechend aus. Andre Hahn. Den hat er super gehalten. Klar, das ist abseits. Und das war keine gelungene Aktion, Bucci. Da muss man jetzt nicht unbedingt stehen. Nee, sehe ich auch so. Wird sicher einige Kritik geben. Modest. Und da kommt er an den Ball. Fängt den Steilpass ab. Das war wichtig. Ja, mit viel Übersicht. Gute Idee, dieser Ball. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Das war eine gute Chance. Aber jetzt Abstoß. Herrliche Parade, da verhindert er den Rückstand. Das war natürlich eine gute Chance. Also das ist nicht einfach, den noch zu halten. Benno Schmitz. Jetzt gibt er Freistoß, da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Wir sehen es, sie lassen sie kommen. André Duda, Anthony Modest. Da kann die Abwehr machen, was sie will. Dieses Tor kann sie nicht verhindern. Und da liest es wieder, Wolf, das ist eine riskante Taktik, diese extrem defensive Ausrichtung. Wenn dann die Lücke da ist, dann passiert's. Gut gemacht. Er schießt mit dem schwächeren Fuß und trifft. Und ganz ehrlich, Wolf, da wäre auch keine Zeit gewesen, sich den Ball noch auf die andere Seite zu legen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Niklas Dorsch. Gefährlicher Steilpass. Ball kommt gut. Flanke abgeblockt. In Sachen Ballbesitz sind die Gastgeber hinten. Aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise. Und das zählt am Ende. Salih Özkan. André Duda. Ab im
muss aufpassen. Weiter die Kölner. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Nicht schlecht, diese Gelegenheit, aber auch gut gehalten. War ja kein schlechter Schuss, aber eben auch gut aufgepasst. Die Ecke kommt rein. Toller Kopfball, aber nur der Alu-Treffer. Sah richtig gut aus, da hat er Pech. Mora weg. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Caligiuri. Super dieses Zuspiel. Jetzt könnte was entstehen. Und Tor! Alles wieder offen! Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores. Da ist die Flanke. Und dann ist er da. Volley aus. Es ist ein sehenswerter Treffer, ein unhaltbarer Treffer. Tor für 1:1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Salih Özcan. Keins. Jonas Hector. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Das ist die Chance. Das Tor, Volley genommen. Ganz starke Szene. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein. Und dann dieser herrliche Abschluss mit dem Halbvolley. Ball prallt kurz auf und dann abgezogen. Ja, sehenswert. So, damit geht's weiter. Der FC liegt hier vorne. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2:1 und damit ist für die zweite Hälfte im Grunde alles offen. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Die Kölner sind mit zufriedenen Gesichtern aus der Kabine gekommen. Schauen wir mal, wie sich dieses Spiel jetzt entwickelt. So, rüber, auf die andere Seite. Benno Schmitz. Modest. Sie holen sich den Ballbesitz. Er nimmt ihm den Ball ab. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. So, schauen wir mal. Können Sie bei dieser Ecke noch einen nachlegen? Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Jetzt die Ecke. Wichtig, dass er da klärt. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Sie können kontern.
Daniel Caligiuri. Schön durchgesetzt. Der Angriff könnte was werden. Und die Balleroberung, wichtig. Hectors Pass wird hier abgefangen. Ja, könnte was werden. Kann er was draus machen? Ball kommt in die Mitte. Er hat die Flanke, ganz sicher. Gouveleo. Niederlechner. Vargas. Moravec. Toller Pass. Aber dann bleibt dieser Steilpass doch hängen. Gefahr erstmal bereinigt. Könnte der Ausgleich sein. Den Schuss musste der Torhüter halten. So unplatziert wie der war. Gute Möglichkeit. Caligiuri. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Ecke kommt rein. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Klasse Vorstoß. Da müssen Sie aufpassen. Vargas. Klasse Volley. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Jetzt kommt ein neuer Spieler. Schauen wir mal, wie er sich einfügt. Ecke in die Mitte. Da ist der Ball erstmal raus. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt nutzen. Der kleine Simon könnte den Konter geben. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Jetzt sind Sie am Ball. Es gibt Einwurf. Oh, Unmut bei den Fans. Kein Elfmeter. Enge Entscheidung. Bringt den Ball jetzt an den kurzen Pfosten. Kein Tor, da ist die Parade. Aber ohnehin abseits, das Tor hätte so oder so nicht gezählt. Aber diese Aktion, klar, die sehen wir uns natürlich gerne nochmal an. Die Fahne ist oben, das heißt abseits. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Es ist Zeit für etwas mehr Risiko. Ein weiterer Angreifer wird kommen. Ja, sie haben auch keine andere Wahl. Die liegen hinten. Der Steilpass. Aber dann ist die Abwehr da bei diesem Steilpass. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Das könnte die Gelegenheit geben. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. War eine Riesenchance. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Das könnte vielleicht was werden. Jetzt können Sie es entscheiden. Wenn der drin ist, ist hier alles gelaufen, aber wir sehen es ja, kein Tor. Riesenchance. Kein Tor, Wolf. Unfassbar. Jetzt wird es eine Auswechslung geben. Könnte sein, dass Sie das Ergebnis jetzt absichern wollen. Entschlossen geklärt. 3 Minuten sind es noch. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig.
Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Abwehrverbund steht hinten drin. Jetzt lassen sie erstmal kommen. Jetzt kommt die Flanke rein. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Florian Niederlechner. Nochmal. Jetzt vielleicht die Gelegenheit zum Ausgleich. Schluss. Aus. Das war's in dieser Partie. Und die Gastgeber gehen am Ende hier als Sieger vom Platz. Boah, das war natürlich ein enges Ligaspiel. Ist auch ein wenig glücklich, dass sie diesen knappen Sieg über die Runden gerettet haben. Aber umso größer ist die Freude.